Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Astronier. So, machen wir mal weiter, wo wir aufgehört hatten. Wir sind ja eigentlich noch auf der Schrotttour. Aber da ja jetzt der letzte verbleibende Tempel an der Oberfläche uns noch gezeigt wird. Ja, dann sollten wir den doch gleich nochmal besuchen. Aber vorher Schrott. Muss mitnehmen. Schrott. Das ist ja eigentlich unser Hauptziel. Schrott holen. Und verarbeiten. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass das so gut hinhaut. Mit dem großen Schrotter hier. Und mit so wenig Energie. Also mit RTG, ja klar, aber bis jetzt passt das ja richtig gut hier. So. Hier haben wir auch noch mal ein bisschen Schrott. Ja, gleich reinschmeißen da. Nächster. Das Rettungskapsel-Ei. Und oh, wir haben noch mal einen Scheinwerfer. So. Kommt, dann tausche ich mal die Position hier. Sieht doch ein bisschen cooler aus und so. Und dann ist jetzt mein Rucksack auch schon wieder fast voll. Dann nehmen wir doch hier gleich den leeren Schredder und schreddern hier das gleich mit weg. Was soll denn da geht's? Ja, 12 Einheiten haben wir jetzt schon wieder. Und unsere Hydrazin geht ja auch bald aus von unserem Jetpack. Da bin ich sowieso mal im Überlegen, um halt ein bisschen höher oder schneller zu werden, mal ein zweites zu machen. Ob das genauso gut funktioniert wie mit dem kleinen Jump-Pad war das, glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Die Dinger, die auf jeden Fall irgendwann kaputt gehen. Ich denke mal schon. Und ich glaube, das wäre auch gar keine so schlechte Idee. Aber wir müssen halt auch gucken, dass wir dann auch mal eine automatische Hydrazinverarbeitung uns dann generieren. Weil es ist ja dann quasi Luxus, den man dann nicht mehr abgeben möchte. So, jetzt machen wir hier erstmal das wegschreddern, was noch da ist. So. Und dann weiter Richtung wunderschönen Tempel. Aber ich sehe ja da hinten schon mein Zuhause. Also so weit ist das ja eigentlich auch nicht weg, ne? Das heißt, wir schaffen es in dieser Folge auch wieder nach Hause. Locker. So, warum mache ich eigentlich hier noch so viel Sachen mit? Wir können doch hier einfach mal so ein bisschen rumfahren. So, zehnmal schneller hier. Und was willst du? Oh, Strom. Ja, Strom haben wir da. Haben wir doch da. So, einmal abstöpseln. Anstöpseln. Achso, lade mit Energie auf. Ja. Falsch gelesen. Ich dachte, das wäre jetzt hier einmal nur. Und so. Gut. Da war gerade schon fast alles leer. Ja, passt. So, das können wir mitnehmen. Und dann schauen wir, dass wir jetzt hier nochmal in die richtige Richtung kommen. Hier buddeln müssen wir so oder so buddeln, weil die Bäume sind ja gefährlich. Gemeingefährlich. So, auch wenn ich jetzt hier ein bisschen Erde verliere. Hier können wir uns einfach durchbohren. Das passt schon. Sehr kaum was. Das ist eigentlich das einzige Nachteil, dass man nicht so weit reinscrollen kann, dass man vielleicht eine Ego-Perspektive hat. Gerade beim Bohren wäre das echt mega. Das ist so noch das einzige, was ein bisschen stört.
aber auch wirklich nur noch das Einzige. Aber na gut. Müssen wir jetzt erstmal hier einmal querbeet durch. Na komm, wir fräsen uns einfach da durch. Was soll der Geiz? Warum machen wir uns jetzt hier so einen Kopf? Und so, ne? Einmal quer durch den Berg. Warum denn nicht? Weil so dunkel ist es beim Bohren jetzt nicht mehr. Und jetzt kommt sogar nochmal Wind hinzu und wir kriegen sogar noch Energie dazu. Es ist so genius. Also ich mag das neue Update megamäßig. Es ist sozusagen, alle Träume wurden quasi erfüllt. Gibt jetzt nur noch einen einzigen Traum, dass man im Rover ein bisschen mehr sieht, wenn man hier durch die Gegend fährt. Das ist recht, wenn man so viel hinten am Hintern hat. Ah, wir müssen tiefer, sonst gehen die Bäume nicht kaputt. So. Das Geilste ist, wir können uns echt noch nicht mal mehr verehren. So, das Ding können wir ja leider nicht wegschreddern. Das heißt, du bist uns egal. Und zu dir hier hinten wollen wir ja. Oh, 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 oh. So, einmal abstöpseln. Hm, kurz dran fahren. Aussteigen. So. Anstöpseln. Laden lassen. Okay, wunderbar. Und den nächsten. Gut. Ah, und der letzte. Und dann können wir eigentlich auch schon wieder nach dem Heimatweg gehen. So, jetzt muss ich dich nur ein Stück wieder zurückfahren, damit ich die da hinten wieder anstöpseln kann. So. Na, aber. Der wollte nicht so richtig. Dann düse ich jetzt nochmal da vorne hin, weil ich glaube, das ist ein Energiesymbol. Ein Energiesymbol, das kann ich ja jetzt gut gebrauchen. So. Einmal hingefahren. Ah, nee. Laterit brauchen wir. Und da ist auch noch gleich Schrott hinter und so. So. Einmal draufgesetzt hier. Können wir das hier schon mal schreddern lassen? Na? Jetzt. Das nehmen wir uns mit. So, ja, hier zusätzliche Forschungsproben und so. Dass ich das Ding hier nicht irgendwie anheben kann. Das würde ich mir nochmal wünschen. So, jetzt müssen wir erstmal kurz warten. Oh ja, ich habe sehr viel Schrott bei. Na, eigentlich könnte ich ja hier... Wir wollen ja eher Schrott mitnehmen. Die zwei können ja meinetwegen auch nochmal mit Schrott voll gehen. So. Ne, wird schon kleiner. Und gleich ist es weg. Gleich macht's... Kannst du den nächsten hier kriegen? Na? So, und dann räumen wir hier nochmal den Rucksack mit auf. Gehört sich ja auch. Dann kommt der nächste. Also wenn wir viele kleine Items schreddern, bringt das schneller den Schrott. Jetzt wollen wir mal die ganzen großen Items schreddern. So, und da hinten haben wir auch noch einen. Den einen Schrott hier, der wird auch nochmal verarbeitet.
Gut. Da haben wir da hinten jetzt auch nochmal Schrott. Wenn wir es schon sehen. Einmal wegmachen hier. So. Ui, 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 ui. So, das nehmen wir uns mit, das nehmen wir uns mit. Ist halt viel angenehmer hier mit dem Jetpack hier durch die Gegend zu fliegen. So. Ab nach Hause. Polter die Polter. Ich will nicht nach unten, ich will nach oben. So. Hat sie geklappt? Ja, hat. Gut, dann jetzt nur noch Richtung Heimat. Aber eigentlich. Achso, das war das abgestürzte Raumschiff hier. Keine Ahnung, könnte man vielleicht mit Dynamit und so vielleicht in die Luft sprengen, um es komplett wegzumachen. Ich weiß es halt nicht. Diese riesen Raumschiffe. Ich glaube, ich sollte mir dann auch mal angewöhnen, jetzt hier demnächst bald mal den dicksten Bohrer für die Rover zu holen. Weil das Erde holen wird ja jetzt auch demnächst extrem wichtig. Saugt zwar auch ein bisschen mehr Energie, aber ganz ehrlich, Energieprobleme habe ich bis jetzt keine. Okay, das ist ein bisschen zu hoch. Unsere Base. So, wieder ein bisschen runter hier. Ey, was ist das für ein dicker Berg hier? Auf jeden Fall ein ganz schön dicker. Und hier war schon wieder irgendwas, was mich blockiert. Schrott muss hin. Es zieht mich magisch an. Ah! Muss es vom Unrat befreien und einsammeln. Zumal die ganzen kaputten Solarmodule hier und so. So, einmal kurz aufheben. Blups, blups, blups. Was, Rucksack ist voll. Halte ich für ein Gerücht. Das halte ich für ein Gerücht. So. Und schon mal der nächste hier. Komm. Komm, mein kleiner Schredder. Ja, wunderbar. Und komm, den einen, den schmeißen wir da jetzt noch rein, weil wir es können. Dann düsen wir Richtung Heimat weiter. Immer schön durch die Berge. Ja. War mal eh nichts zu verlieren. Sieht immer so aus, als wenn wir hier schon mal irgendwo mal durchgebohrt waren. Aber eigentlich ja nicht. Oh. Ganz schön großer Berg. Na, aber wir kommen schon näher. Das heißt, wir könnten jetzt auch auf ehemalige Tunnel von uns stoßen. Wir sind wieder mal ein bisschen zu hoch und so. Aber ich glaube, das müsste unser Wald sein, den wir hier hinten hatten. Der muss ja sowieso weichen, also von daher passt das schon. Gut. Aber ich sehe immer noch nicht unser Zuhause. Oh gut, immer weiter. Da hinten muss das ja irgendwo sein. Einfach weiter durchbuddeln.
Bäume wegschieben und so. Hier haben wir wieder so eine Rakete. Na? Gehen wir eigentlich auch mal ein bisschen nach oben. Brauchen wir nicht so viel bohren. Ich sehe. Ah, ich sehe unsere Rakete. Jawohl. Ne, wir sind von der anderen Seite. Ne, von der. Wir sind gar nicht im Kreis gefahren jetzt hier. Hier sind wir reingekommen und hier kommen wir auch wieder raus, so wie es aussieht. Das heißt, wir sind jetzt daheim. Gut. Und dann können wir uns auch von dem Schrott befreien. Das heißt, ich mache jetzt erstmal den einmal kurz beiseite. Und dann entmülle ich dich einmal kurz. So. Das kommt natürlich jetzt alles in den großen rein. Damit wir ganz viel kaufen können. So, und dann stellen wir dich dahin neben. Das heißt, das können wir uns dann eigentlich auch nochmal gönnen im Verkauf. Hier haben wir auch nochmal ein bisschen Schrott noch dran. Den nehmen wir weg hier. Forschungsproben hauen wir hinten mal in die Forschungskammern. Da haben wir hier nochmal ein paar übrig und so. So, gucken wir mal, was gibst du uns? Boah, 1300. Und oh! Ist ja eigentlich die nächste Sache. Wir können die ja eigentlich hier mit dran setzen. Die werden ja auch gegrabt. Also es ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber der hier ist auch schon leer. Das heißt, wir haben schon so viel Zeit hier veranstaltet. Na komm, dann hauen wir jetzt mal richtig Strom auf. Ne? Also auch nochmal 1300. Auch nochmal ein Tausender. Das nenne ich mal Forschungspunkte sammeln im Mega-Modus. Im Mega-Modus ist das. So, der hier hinten ist jetzt auch leer. Das heißt, da kommt dann der nächste ran. Und dann haben wir jetzt hier ein wenig Schrott zur Verfügung. So. Ist ja egal, wo ich das jetzt reinschmeiß. Kommt der in den richtigen rein. Na komm. Ist aber schon Wahnsinn, was so eine große Ressourcenkanister tragen kann, ne? Gut, der ist leer, das heißt, jetzt kann der wieder ausgewechselt werden. Und jetzt befeuern wir hier mal unsere Kanister-Schrottanlage. Stellen dich mal kurz auf aus, damit du schon mal sammeln könntest. Damit wir das dann gleich auch wegschicken können. So. Ich muss ja sowieso aufpassen. Ich muss ja den hier immer wieder umstellen. So. Stellen wir den wieder um. Dann schicken wir das schon mal weg. Dann kommst du ja gleich mit ein paar Punkten sogar wieder. Ich glaube, das schaffen wir. Nein, in dieser Folge wird es wohl wahrscheinlich ein bisschen schlecht. Ich glaube, erst in der nächsten Folge. Wir können ja mal gucken, dass wir uns vielleicht noch eine zweite gönnen. Die wir dann später wieder einpacken. Und dann da zwei Handelaktionen rausmachen. Das wäre ja dann auch somit eigentlich in Ordnung. Exo-Auftrag-Plattform, Keramik und Harz. Das wäre doch gar nicht mal so verkehrt. Weil Forschungspunkte haben wir derzeit wirklich genug. So. Und hier hinten nochmal das Harz mitgenommen. Jetzt habe ich mit zwei Harz mitgenommen. Ja, egal. So, da hinten wird schon weiter fleißig geschreddert. Das ist, siehst du, es waren nicht zwei Harz, sondern es waren, ja, war ein bisschen andersrum. Dann beschleunigen wir das. Dann können wir die da einpacken, solange das Event halt nicht da ist. Und so.
sowas wie Verpacker und so, dann müssen wir auch mal gucken. Ich habe ja hier hinten noch eine Müllecke, da packen wir das jetzt erstmal drauf. Frag mich sowieso, warum wir da immer Dynamit kriegen. Also Verpacker kann ich mir ja gut vorstellen, damit man es halt besser transportieren kann und so. Aber Dynamit, vielleicht um doch die Raketen wegzumachen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Bin auch am Überlegen, hier die Plattform doch nochmal ein bisschen größer zu machen. Was aber eigentlich auch noch wieder zu Hindernissen führen könnte. Na, müssen wir mal gucken. So, dich packen wir erstmal hier beiseite. Stecken wir mal kurz da drauf. So. Dann machen wir jetzt hier... Machen wir hier mal zwei voll. Gut. Haben wir die nächste Rakete? Müsste ja auch gleich kommen. So. Jetzt muss ich mal auf den da achten, dass der nicht voll ist. Und so. Weil dann müssen wir das wieder umstellen. Ah, ich muss ja natürlich erstmal auch die Rakete rufen, ne? Soll ja auch helfen. So, dann stellen wir den wieder erstmal um. Und jetzt machen wir hier mal richtig... Na komm, einen brauchst du nur noch. Ungefähr. So, jetzt kann ich den wieder umstellen, eine Weile. Die erste Rakete ist voll. Na, ist einfach sehr angenehm jetzt hier, ne? So, jetzt müssen wir kurz warten, bis er... damit er mir nicht voll läuft und so. Gut. Nächste. Gut, dann können wir euch schon mal starten. Ersten 400 Punkte. Nächsten 400 Punkte. Doppelraketenstart. Das waren 800 Punkte, Magaudi. Jetzt müssen wir nur kurz warten, bis die wieder da sind. Und dann kriegen wir verdrahtet einen Hut. Und dann noch eine Plakette. Aber jetzt läuft das eigentlich ganz gut. Na komm. Wie viel Erde haben wir noch drauf? Oh, wir haben noch ordentlich was an Erde drauf. So, da kommen die ersten Raketen schon wieder. Das heißt, es kann gleich weitergehen hier. Das ist eine schöne Maschinerie. Ich liebe, wenn ein Plan funktioniert. So, kurz warten, bis er da hinten wieder den Schwab weitergeführt hat. Dann wieder austauschen. Damit die sich wieder greifen können. Na komm. Okay, der erste ist schon voll. Und der eigentlich auch. So, dann lasse ich den einen da noch raus. Starten wir die Raketen wieder. Und gleich nochmal. So, weitere 400 Punkte. Ja, 800 Punkte. Gut geschrieben. Das werden wir zwar heute nicht ganz fertig kriegen, aber ich will wenigstens den Verdrahtet-Hut schon mal fertig kriegen hier. Jetzt haben wir hier noch 30 Ressourcen. Es läuft. Die Maschinerie. Ja.
Müssen wir erstmal die Raketen hier wieder landen. Ja, okay. Na kommt. Frage mich so irgendwie so, ob danach noch mal ein bisschen mehr kommt oder nicht. Ob wir unsere Maschinerie hier vielleicht noch mal ein bisschen verbessern müssten. Also noch effizienter gestalten. So, jetzt ist gerade abgegangen. Aber bis jetzt geht's ja eigentlich, ne? So, auch von der Geschwindigkeit her. So, jetzt müssen wir kurz wieder umschalten. Das ist nämlich gleich wieder voll. Und da sammelt sich halt immer so ein kleiner Kanister, der immer schön wieder weggeschreddert wird. So. Na, ist doch gleich durch. Okay, der erste ist schon wieder voll hier. Der zweite auch. Das heißt, wir können umstellen und nochmal beide losschicken. Das heißt, wir haben gleich einen Hut. Hoffe ich mal. Ah, jetzt. Freigeschaltet, verdrahtet. Jetzt müssen wir mal gucken. Ein Hut, Hüte. Jetzt sind wir verdrahtet. Naja. Der kleine Schrottmeister halt, ne? Aber irgendwie hat das was. Als hätte ich jetzt Haare auf dem Kopf. Gut. Kann gleich weitergehen hier. Und dann passt das. Von den Forschungspunkten mache ich mir da echt jetzt keinen Kopf drum. Das heißt, ja, ich würde jetzt offscreen hier nur noch mal ein bisschen was verarbeiten lassen. Damit er dann hier halt auch genug zum Schreddern hat. Und dann können wir mal hin und wieder ein wenig machen. So, jetzt werde ich aber erstmal so den Kompass ausmachen, damit man den Hut auch vielleicht mal ein bisschen besser sieht. So. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal noch einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit Fertigstellung des Events. Also, schaltet wieder ein und bis dann.